Der letzte Deich unserer Sendung wurde abgesetzt. Ja, ich bin abgesetzt. Kann man jetzt allen sagen, allen Hatern, ja, alle, die Janosch und mich richtig beschimpft haben, ihr habt es geschafft. Ja. Wir sind weg. Die letzten Spieler verlassen den Trainingsplatz und läuten damit das Ende vom Werder-Trainingslager hier im schönen Grassau an. Das war's, Björn. Das ja, war's. Tag das war's. 7 geht Tag dann 7. auch zu Ende und auch wir wollen euch mal ganz kurz abholen, aber uns dann auch verabschieden und endlich wieder Richtung Deich fahren. Vorher müssen wir aber eine Sache... Vor allem müssen wir klären, warum wir hier oben drauf stehen. Ja, und die Kinder gerade unten stehen. Das ist ein Boot. Ja, weil das ist überhaupt kein Boot. Das ist ein Boot. Ist aber auch egal. Weil du hast so eine was coole denn? Mütze. Ja, die Kapitänsmütze. Letztes Jahr hast du vergessen Feier des auf dem Tages, Boot. Zur Feier des Tages habe ich meine Kapitänsmütze aufgezogen. Du siehst Niklas Meusander auch wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Also es geht um Niklas Meusander, jetzt wieder ein bisschen ernster werden. Niklas Meusander ist der neue Kapitän des SV Werder Bremen und Florian Kohfeldt hat ja extra lange gewartet, um das bekannt zu geben. Die Mannschaft wusste schon eher, er wollte da kein Versteckspiel betreiben, sondern er wollte einfach den richtigen Auftritt, die richtige Bühne für Niklas Meusander haben. Es ging da weniger um Meusander, sondern um das Amt. Das ist ihm wichtig. Das macht man nicht mal eben so nebenher. Nein. Und ich fand das heute auch echt gelungen, muss man sagen, weil Niklas Meusander hat sich viel Zeit genommen, Florian Kohfeldt hat sich viel Zeit genommen, haben das beide gut erklärt. Das liest er natürlich alles in der Deichstube. Und wenn er mich persönlich fragt, ich finde das die absolut richtige Wahl. Den einzigen, den ich mir noch hätte vorstellen können, wäre Davy Klaassen gewesen. Nein. Das hätte ich auch gut gefunden. Ja, aber lass mich noch im Ende ausreden, bevor du mir dazwischen hakst. Da kommt ja gleich noch was bei Davy Klaassen. Ich weiß, wenn man den Stichwort gibt, dann... So, ich möchte vorher noch Maxi Eggestein ansprechen, weil der wäre sicherlich auch für viele ein Kandidat gewesen, für mich übrigens auch. Aber ich finde, man sollte so einen jungen Spieler nicht gleich überfrachten mit Aufgaben. Der macht das schon mit seiner Verantwortung, ist alles schon gut. Jetzt darfst du einsteigen bei Davy Klaassen. Davy Klaassen, ja, ist der Co-Captain geworden. Ja, richtig so. Finde ich auch gut, dass das immer so herausgestellt wird, weil das hat er auf jeden Fall verdient. Und es gab noch eine Meldung, Stichwort Davy Klaassen aus Rom. Lazio Rom soll Interesse an Davy Klaassen haben. Was ist da los? Ja, das ist nicht das erste Mal, wenn die Römer einen Spieler suchen im Mittelfeld, einen defensiven, Mittelfeldspieler halt, dann fällt auch immer der Name Davy Klaassen. Können wir aber schon Haken hintermachen. Denn Florian Kohfeldt hat gesagt, ist nichts rein, ja, er hat gesagt. Er hat gesagt, ich mache das mal in ABC, also mit Subjekt, Prädikat, Objekt, so heißt das. Also Florian Kohfeldt hat gesagt, nix da, der bleibt auf jeden Fall die Saison da, bin ich mir ganz sicher. Und was ich ganz interessant dabei fand, ich bin mir auch sicher, hat Florian Kohfeldt gesagt, dass der über die Saison hinaus noch bleiben wird. 2 Jahre Davy Klaassen sicher bei Werder Bremen, puh, das hätte ich so nicht gedacht. So, haben wir noch weitere Personalien, die wir abhaken müssen für heute? Nee, eigentlich würde ich sagen, haben wir alles so im Petty. Wir haben gerade noch mal trainiert, haben noch mal eine echte... harte Einheit gemacht, ein Spiel, aber Spiel ist meistens immer hart. Ja. Wir haben mit dem Trainer über das Fazit schon gesprochen, das Fazit schon mit dem Trainer gezogen. Lest ihr dann morgen in der Deichstube. Und dann wollen wir auf jeden Fall euch noch kurz darauf hinweisen, ihr wisst das bestimmt schon, aber Samstag ist der große Tag für die Fans. Es ist nämlich der Tag der Fans von Werder Bremen. Mhm. Und da ist jede Menge angesagt, klar. Ne? Auch im Stadion ist Halligalli, natürlich dann Testspiel 15 Uhr gegen Everton und auch die Deichstube feiert mit. Es gibt nämlich bei uns in der Deichstube am Promiplatz Freibier. Ja? Oh. Ja? Ja, Janosch, du hast Dienst in der Redaktion? Ja, kein Freibier. Nein, kein Freibier für den neuen Kapitän. Was es damit auf sich hat, lest das auf jeden Fall nochmal nach bei uns in der Deichstube. Also wir haben wirklich auch ein bisschen Programm für euch geplant. Geht los morgens mit Freibier, gibt verschiedene Aktionen und abends gibt es dann noch freien Eintritt im La Viva. Ja, können wir nochmal richtig abhotten. Ja, wir hotten da auch nochmal ab. Ne? Wir haben ja, zum Glück haben wir hier ja gar nichts gemacht und haben jetzt noch richtig Kraft. Genau. Sind ja gut vorbereitet. Also, Tag der Fans, haben wir nochmal alles aufgeschrieben, was da los ist bei uns in der Stube. Und dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, Björn, wo auch wir uns verabschieden müssen. Wir müssen uns erst noch bei den ganzen Kindern bedanken, ja, die für uns jetzt auf hier ihr Boot durften. Ja, ja, genau, dass wir auf das Boot durften. Hoffentlich fällt sie da nicht ins Wasser. Ja. Genau, super. War schön, dass ihr dabei wart. Das ist der letzte Deich. Unsere Sendung wurde abgesetzt. Ja, ich bin abgesetzt. Kann man jetzt allen sagen, allen Hatern, ja, alle, die Janosch und mich richtig beschimpft haben, ihr habt es geschafft. Ja. Wir sind weg. Wir sind weg. Einschaltquoten waren mies. Ja, wir sehen das aber auch ein. Ja, wir sehen das ein. So. Ja. Ist halt so. Ne? Tschüss, bis dahin. Irgendwann. Tschüss. Ne? Ciao, bye. Ciao.